Möglichst kühl sollte das Umkehrsmusswasser. Dann in kleineren Mengen Natriumchlorid 25% oder 22,5%, irrelevant wie viel, und auf 5%ige Salzsäure, wo es auch nicht so genau ist, ob das jetzt 6, 7, 4 oder was auch immer sind. Reaktionsgefäß, also etwas Säurebeständiges von der Apotheke, da zum Beispiel drin war früher Weingeist. Und eine Aquariumpumpe. Also für die Technik, die ich jetzt nutze, benutzt man Aquariumpumpen. Man gibt natürlich eine andere Technik. Ja. Gut, das sind wir Sachen, was wir brauchen. Die Natriumchloridlösung hier zum Beispiel, die kaufe ich immer in 5 Liter Gebinde. Und man sieht jetzt ungefähr den Strich, wo wir es an. Vor 3-4 Jahren oder so, wenn man das kauft, das habe ich verbraucht innerhalb von 3-4 Jahren. Also innerhalb von 3-4 Jahren brauche ich jetzt 1,5 Liter oder so, dann gehe ich aber schon damit baden und mache alles Mögliche damit. Das Salzsäure ist ungefähr das gleiche. Da geht man in die Apotheke, kauft sich dort 30%ige Lösung und verdünnt es auf mehrere Gefäße. Das ist zum Beispiel zur Verdünnung. Das ist 1 Liter Wasser, wieder Umkehrosmosewasser. Und dazu gebe ich 30%ige Salzsäure, nämlich 167 Milliliter, also ausgerechnet. Also auf 1 Liter Wasser kommt 167 30%ige Salzsäure, dann kriegt man 5%ige Salzsäure, das ist das, was wir brauchen. Weil das von der Gefährlichkeit dann nicht mehr so schlimm ist wie 30%, weil das doch ziemlich ätzend ist. Man kann es auch besser dosieren. Und das füllt natürlich dann auch wieder den Gefäß ab, in dem Fall in das Gefäß. Das heißt, wir dann Gefahren minimieren, indem wir einfach kleinere Einheiten benutzen. Jo. Dann die Pumpe. Was hat es mit der Pumpe auf sich? Okay. Gehen wir mal ans Ende des Glieders. Bauen wir mal was auf. Das ist jetzt das letzte. Das kriegt das Ende der Kette einen Schlauch. Ja. Und wenn da Luft reingeht, am Ende des Bodens hier runter, blubbert es darauf. Ja, genau. Das heißt, die Luft kommt von da irgendwo her. Okay. Hier ist die erste Stufe. Das heißt, die Luft kommt daher, geht in den Schlauch, der bis am Boden ist, rein und fängt zum Blubbern an. Und ganz oben in der Öffnung gibt es einen zweiten Schlauch. Der ist aber nur ganz kurz, der trägt nicht ins Wasser. Der fängt nur die Luft auf, die da raufpluppert und wird dann da ins Endgefäß weitergeleitet. Und da strömt es dann in die Raumluft ein. Und deswegen ist es wichtig, dass man das Fenster im Ofen hat. Und am besten ist natürlich Zugluft. Und das Allerbeste ist ein regnerischer Tag am Balkon. Regnerisch aus dem Grund wegen der Kühle und weil die UV-Strahlung minimiert ist. Sobald auf UV-Strahlung darauf geht, lösen sie die Gase aus der Flüssigkeit wie ein Nebel, schaut das aus, und dann ist alles umsonst. Deswegen diese Gefäße immer in dunklen Kammern oder am besten in Braunglasflaschen lagern. Genau. Also, wir gehen praktisch da rein, da raus und da raus. Man könnte rein theoretisch noch ein weiteres Gefäß noch einmal sowas machen. Braucht man aber größeren Druck, die schafft die Wasserpumpe da nicht. Luftpumpe ist das, Aquariumpumpe. Ja. So, jetzt fangen wir an. Wir haben hier das Reaktionsgefäß. Wir haben hier Salzsäure und hier Natriumchlorid. Ich schütte die jetzt zu gleichen Teilen in das Reaktionsgefäß. Dazu stelle ich das Ganze auf eine Mikrogrammwaage, die jetzt nicht im Bild ist. Jetzt mache ich das zu. Aber nur leicht. Ich mache, dass es keinen Druck gibt auf jeden Fall. So. Am Strom die Wasserpumpe an. Was jetzt passiert ist, man sieht es vielleicht an der Farbe. Das ist jetzt schon gelbes Gas. Und das wird jetzt auch schon gelb. Es geht relativ schnell praktisch. Man müsste jetzt schauen, dass da nur das Gas rausgeht. Das heißt, das sollte nicht kippen, dass das Wasser da zur Verschlusskappe rennt und dann da landet. Wir wollen wirklich nur das reaktive Gas da rein
bringen. So, bei mir stinkt jetzt schon, ich werde jetzt das Fenster aufmachen. Deswegen werde ich es auf leiser reden. Und so wird es jetzt dahin gehen. Ne? Damit die Reaktion nur schneller ist, kann man das in ein heißes Wasserbad geben. Das werde ich jetzt auch machen. Teekocher, heißes Wasser. Ich gebe was rein, damit das nicht umfallen kann. So. Genau. Man sieht schon die extreme Farbe. Deswegen ist die Farbdifferenz zwischen den zwei. Man kann jetzt die Flaschen immer wieder austauschen gegen neue, wenn die fertig sind. Und bis das da unten nicht mehr schwarz ist, sondern eine hellgelbe Flüssigkeit. Bis eben die Reaktion abgeschlossen ist. Das wird schon extrem vorwärts. Hier wäre zum Beispiel so eine Braunglasflasche und ein echter Kork. Aus diesen Materialien kann sich kaum was rauslösen, was dann gesundheitsgefährdend ist. Fenster soll wie gesagt offen sein. Heute ist ein ziemlich stürmischer Tag, das heißt, es gibt wirklich einen guten Durchzug, ein optimaler Tag dafür. Das ist ungefähr fertig. Dann schütze die Pumpe aus, damit das Gas im Reaktionsgefäß bleibt und man gibt natürlich das Reaktionsgefäß außerhalb vom warmen Wasser, damit die Reaktion möglichst gestoppt wird. Beim Umfüllen sollte man schauen, dass es nicht bis ganz nach oben angefüllt ist, sondern dass ein bisschen Luftpolster drin bleiben kann. Der Luftpolster erstmal für die Gasbildung, dass zu keiner explosionsgefährlichen Gasbildungen kommen kann. In dem Fall bist du hier gefüllt und gib jetzt einen Echtkorkstoppel drauf, der könnte eventuell rausfahren, wenn es wirklich zu einer explosionsgasartigen Entladung kommt, die aber nur entstehen kann, wenn man jetzt zur Erwärmung kommt, übermäßige Erwärmung und eben UV-Strahlung. Und die UV-Strahlung ist durch das Schwarzglas eben vermindert deutlich. Das passt. So kann man es jetzt lagern, dunkel und kühl. Kühlschrank ist nicht notwendig, Absteckkammer reicht völlig. Gut. Das ist ein halber Liter. Jetzt sieht man schon, dass es das so milchig ist. Sieht man das? Ja? Das ist Gas. Das Gas entsteht durch die UV-Strahlung, die durchs Fenster reinkommt, die auf die Flüssigkeit trifft und die Flüssigkeit ausdampfen lässt. Mit die echt Korken. Füllen wir den Rest ein. Extreme Gasbildung durch UV-Strahlung und aber auch Infrarotphysik. Der Kameralicht ist ein extremes Infrarot. Gleichstromlampe und eben die UV-Strahlung von draußen. So, und wie gesagt, nicht ganz anfüllen. Auch wegen dem Transport, dass möglichst wenig, wenn es herumschwankt, dass möglichst wenig nicht Glas berührt. Das ist mal fertig. Die Reaktion ist noch nicht fertig, wie man sieht. Das heißt, wir brauchen neues Wasser. Wie gesagt, wir nehmen dafür Umkehrosmosewasser. In einem anderen Video habe ich schon gezeigt, wie man ungefähr 70 Euro eine Umkehrosmoseanlage installiert, repariert, wartet, mit relativ wenig Kostenaufwand. Wenn man die Filter einmal im Jahr tauscht, ungefähr 20 Euro, und wenn es zweimal im Jahr, was empfohlen ist,
besonders beim kalkhaltigen Wasser und Natrium extrem verträgt. Dann eben zweimal im Jahr, das sind dann 40 Grad. Also verschwindend gering, für das, dass man wirklich damit extrem sauberes Wasser hat. Und das ist ja ein gutes Lösungsmittel. So, gleiches Spiel wie zuvor. Wir haben das erste Gefäß und das zweite. Und das Reaktionsgefäß. Es drückt schon von Haus aus Gas da rein und es hat jetzt schon Fahrt. Mit der Pumpe beschleunigen wir das natürlich. Und schauen Sie das jetzt mal genau an.